So, willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play Spidey. So. Ah ja, das hat er sich nicht gemerkt. Schade. Na gut, machen wir es halt nochmal. So, hier drückt halten war das, ne? Ah ne, hab ich schon. Doch, hat er sich doch gemerkt. So, Missionen. Netze gut festhalten. Ein Polizeikonvoi bringt Häftling ins Raft. Pete und ich sorgen für seine Sicherheit. Inoffiziell. Charaktere. Miles. Wer auch immer dieser Miles sein soll. Morales. Ja, mit Moral hat er nicht viel zu tun. Alias Spider-Man. Info. Größe 1,73. Damit ist er exakt 10 cm kleiner als ich. Gewicht 64 Kilo. Damit ist er mal locker 50 Kilo leichter als ich. Ich bin eine ganz schön fette Sau, ne? Nee, tatsächlich nicht. Kleines Bäuchlein habe ich, aber mehr alt auch nicht. Ansonsten ziemlich breites Kreuz und so. Alter 17. Nee, da bin ich deutlich älter. Geburtsort Brooklyn, New York. Wie alt bin ich denn? Das fragen sich jetzt bestimmt einige. 29, warte mal, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 29J. Beruf Schüler an der Brooklyn Visions, was auch immer das sein soll. Akademie ehrenamtlicher Helfer bei Feast Nord. Pseudonymname Spider-Man. Rio Morales. Größe 1,70. Ist ganze 3 cm kleiner als er. Gewicht 64, aber genauso schwer. Alter 42. Ha, ich bin jünger. Ein bisschen. Geburtsort Harlem, New York. Beruf Mittelstufenlehrerin. Stadtratskandidatin. Pseudonym Mrs. Morales, Kandidatin Morales. Okay. Peter Parker. Das soll hier, glaube ich, Simon Garfield darstellen, ne? Also den von Amazing Spider-Man. Garfield heißt er mit Nachnamen. Ich glaube, Simon mit vor. Egal. Info 1,78, Gewicht 76, Alter 24. Geburtsort Forest Hills, New York. Beruf Superheld. Aha, das ist sein Beruf. Pseudonym freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Spinnenkopf, Netzschwinger. Und Jefferson Davis. Größe 1,78, 66 Kilo. Mann, ist ja leicht. Alter 44. Geburtsort New York City, New York. Also New York City ist das, wo Manhattan und so drin liegt. Wenn New York der Staat sein soll, dann gibt es da aber kein New York City drin. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Weil im Staat New York gibt es kein New York City. New York und New York City liegen nämlich ziemlich weit auseinander. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Doch, ich glaube, das war richtig. Ihr könnt gerne in die sagen, oh, du bist ja so blöd von Geo, keine Ahnung, 6 Sätzen. Ich schreibe dir das mal in die Kommentare. Wenn ich mich jetzt da irren sollte, könnt ihr gerne machen. Beruf, Police Officer. Ach was, wäre ich bei der Uniform gar nicht drauf gekommen. Pseudonym, Officer Davis. Jeff. Die Moves-Liste. Ja, das ist wirklich sehr uninteressant. So, dann machen wir mal die Missionen. Wie starte ich die? Yo, Genki. Alter, Rhino? Was? Ja, wo bist du? Bist du in die Wohnung gekommen? Ja, deine Mom hat mich reingelassen. Ich habe meine Sachen schon überall verteilt. Jetzt bin ich im Park, frische Luft schnappen. Perfekt. Komm rüber zum Amphitheater. Ich muss dir was zeigen. Ist das eine Spinnensache? Bitte sag, dass du ein Stück von Rhinos Horn hast oder sowas. Die Bilder von dem Kampf waren echt richtig krass. Definitiv eine Spinnensache. Und definitiv besser als ein Horn. Oh, das klingt echt spannend. Bin gleich da. Achso, falls euch übrigens wundert, dass das hier 60 FPS sind, müssten es glaube ich sein. Ich nehme mit Elgato 4K 60S Plus auf. Das ist so ein externes Gerätchen, was du dazwischen klemmst, zwischen Playstation und Fernseher. Und der nimmt die eingehende Auflösung auf, das wäre halt 4K. Und wenn 60 FPS reinkommen, nimmt er auch 60 FPS auf. Das heißt nicht, dass die PlayStation 60 FPS berechnet. Das heißt nur, dass die PlayStation 60 FPS wiedergibt.
Und wenn sie sie wiedergibt, nimmt er auch 60 FPS auf. Das heißt, wir haben dann hier auch in dem Video 60 FPS. So, wo muss ich jetzt hin? Da hinten. Dann hüpfe ich doch mal. Ich habe genug vom Schnee. Gott! Ich habe zu viele Rummeladen gegessen. Du dämlicher! Gott! Ja, ist nicht Weihnachten? Squill! Ein graues. Hüpf. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Hey, da, schau mal! Weihnachtsgeschenk von Spider-Man. Mach's auf! Alter, zieh ihn mal an. Ich gebe Deckung. Was ist? Darf man sich im Central Park nicht mehr umziehen? Okay. Wie sehe ich aus? Wow. Miles Morales, Glückwunsch und willkommen in deinem allerersten Superanzug. Ah, du hast einen neuen Anzug freigeschaltet. Press X to continue. Anzüge können im Anzüge-Menü auf der Anzüge-Seite ausgerüstet werden. Ich frage mich, ob es noch Anzüge gibt. Komm wieder her, wenn du weitere Anzüge freigeschaltet hast oder wenn deinen aktuellen Anzug wechseln möchtest. Oh ja, ich möchte gerne wieder die zerschlissene Jacke. Stadtaufwärts findest du Teil 2 dieses Supergeschenks. Aha. Das ist erst die Hälfte des Geschenks. Was ist die andere? Sag ich dir, wenn ich sie finde. Willkommen bei Just the Facts mit mir, eurem einzig wahren Wahrheitsbringer J. Jonah Jameson. Was? Pete lässt in seinen Anzügen Jamesons Show laufen? Was für ein Masochist? Traurige Nachricht, Leute. Meine Weihnachtsspendengala wurde abgesagt. Wegen ein paar Ehren-Superhelden. Gibt's nicht was Besseres? Oh, von denen hier habe ich nur Gutes gehört. Hallo, hier ist Danica Hawk mit dem Danicast, wo wir uns auf Leute konzentrieren, die unsere Stadt nach vorne bringen. Heutiges Thema? Wie wär's mit Aktienhändlern, profitgierigen Colleges oder den Erfindern von Autoplay bei Internetvideos? Nein, natürlich berichten wir, wie die Spider-Man Rhino zur Strecke gebracht haben. Abonniert Danicast, neuer Lieblingspodcast. Bin ich richtig? Pete hat ja so einiges vorbereitet. Schauen wir mal. Miles, freu dich auf deine erste holographische Trainingseinheit. Solche Einheiten sind in der ganzen Stadt verteilt. Toll. Du bist auf neue Moves und Techniken spezialisiert. Bei dieser geht es um akrobatische Improvisation. Nimm deine Startposition ein. Holo-Training? Oh, ich bin bereit. Zuerst Luftkampf.
Den Gegner nach deinen Bedingungen zu bekämpfen, ist ein großer Vorteil. Und jetzt ein Folgeangriff in der Luft. Jetzt mein Lieblingsmove. Der Schwungtritt. Diese Holotechnologie ist top! Vielleicht könnte ich eine tragbare Version austüfteln. Nahkampfangriffssequenz aktiv. Kampfsubroutine gestartet. Lass sie in die Luft raus, Miles. Noch eine Spider-Fertigkeit, Entwaffnung. Entwaffnete Gegner sind ungefährlicher und es ist sehr befriedigend, sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Double Effect. Okay, ja. Der Hammer. Ein Hoch auf Peter Pan. Jetzt kombinieren wir die Moves. Von Hightech-Zeug zu verkaufen. Oh shit! Spider-Man! Holt ihn euch und dann das Zeug! Wollt ihr euch welche einfangen? Ja? Okay, dann los! Ihr schaltet die Spinne aus, dann schnappt euch das Zeug! Das wird uns ein Vermögen einbringen! Dass ihr wisst, das ist offizielle Spider-Man-Technik! Und ihr seid keine Vertragspartner! Die sind ja durchsichtig! Wie können die durchsichtig sein? Ja, zum Schlüsselknopf. Zerdeck dran. Spezifität. Das Herz eines guten Witzes. Also statt. Hey, Hackfresse! Lieber. Wow, tolle Maske. Warte, das ist dein Gesicht. Das war keine Stichelei. Das war ein Volltreffer. Immer üben. Bald kannst du sticheln, gell? Ro-ro. Das war's für die Technik, die von. Wenn du eine Mission aufgibst, verlierst du den gesamten Missionsvorschuss. Bist du sicher? Nee, zurück zur Mission. Zur Trainingssimulation. So, und jetzt? Ich krieg die Simulation wieder hin. Warnung. Ladefehler bei City.V20. Colonel Panic. Ich setze das BIOS zurück. Super, das war's schon. Pete hat Schwingen, lautlos und Kampfherausforderungen erstellt. Das muss ich mir ansehen, wenn ich Zeit habe. Ah ja.
Hey, ich glaube, du solltest auf dem Rückweg bei der Plaza vorbeischauen. Im Vorbeigehen sah es so aus, als wollte da jemand einbrechen. Ah, ja. Ich sehe mir das an. Hey, ich will mehr über deine neuen Spinnenkräfte hören. Ich glaube, es ist eine bioelektrische Entladung oder überladene statische Elektrizität. Oh, die braucht einen Namen. Wie wär's mit Venomkraft? Klingt das nicht irgendwie cool? Okay, nicht schlecht. Ich mach mich erst zur Plaza, dann heim. Denk dran, Venomkraft. Glaub mir, das ist super. Weiterempfehlung dieses Podcasts. Wir sind in den Chart von 136 auf 87 gestiegen. Wirklich wow. Okay, weiter im Text. Heute übertrage ich live aus der langen Schlange für meinen Einbürgerungstest. Ich beantworte Fan-Nachrichten. Nummer 1. Woher kommst du, Danica? Ich komme aus Fuzhou in China. Als ich 6 war, kamen wir nach New York. Nächste Frage. Welches Mikro nutzt du? Ein lilafarbenes? Scherz. Den Link findet ihr auf dem Blog. Frage 3. Was ist der Sinn deines Podcasts? Einmal pro Woche trinke ich Kaffee mit einem Freund, einem Journalist, der jetzt Lobbyist ist. Wir reden über Nachrichten und sind uns nicht immer einig. Daher muss ich immer gut vorbereitet sein. So bleibe ich... Ja, da ist niemand, ne? Hallo, ich bin Simon Krieger und wir stehen hier neben einem Nuform-Reaktor. Nach seiner Aktivierung wird er genug Energie erzeugen, um ganz Harlem zu versorgen. Sie denken jetzt sicher. Simon, wie ist das möglich? Die Antwort? Kernfusion. Lautet Nuform. Ach so. Nur ein Kanister dieser revolutionären Energiequelle reicht aus, um Harlem mit sauberem, sicherem Strom zu versorgen. Für die nächsten 500 Jahre. Bald werden wir Reaktoren überall in Manhattan eröffnen. Und dann auf der ganzen Welt. Unser ganzer Planet. Angetrieben von UFO. Roxxon. Wir sind für Sie da. Oh Gott, Roxxon. Was war das? Es ist niemand zu sehen. Hier ist einiges kaputt. Vielleicht haben die etwas gesucht. Sie haben nach Nuform gesucht. Sie nur da. Bist du taub? Spinnensinn aktiviert, nachdem er schon angegriffen wird. Sinnlose Fähigkeit. Mann, diese Nacht nimmt kein Ende. Was für eine Technologie. Aber Venom ist unschlagbar. Ja. Genki hat recht. Venom ist ein guter Name. Mit meiner Venom-Kraft kann ich sie verlangsamen. Wir halten ihn. Meine Venom-Kraft zerschlägt ihre Waffen. Zumindest bis sie regenerieren. Du hältst uns nicht auf! Meine Venom-Kraft setzt ihre Technik außer Gefecht. Ist wohl doch nicht so tough! Da sind noch mehr auf dem Dach! Das hat nichts mit dir zu tun! Er kann nicht helfen!
Lieferung. Seltsam, sehr seltsam. Hey, ich habe die Einkäufe für deine Mom erledigt. Aber sie fragt sich, wo du bleibst. Das Essen ist gleich fertig. Mist, okay. Ich bring das zu Ende. Danke, Mann. Ich hab ihn verletzt. Weiter so. So, und jetzt? Ich glaube, ich bin sicher. Es reicht! Sie haben von Nuform-Lieferungen geredet. Wenn ich das gleiche finde wie Sie, weiß ich, wo Sie zuschlagen. Kann ja wie das Alien an der Decke lang kriechen. Sicher jetzt erst. Sie verfolgen Nuform-Lieferung. Aber warum? Roxxon Security, die können übernehmen. Das sehe ich mir später an. Ich muss nach Hause. Weihnachtsessen hört sich gerade ziemlich verlockend an. Ich sehe mir diese Gruppe, die Nuform-Sache morgen an. So, wir können jetzt neue Fähigkeiten machen, ja? So, das wollte ich ja. Was haben wir hier? Halt in einem Venom-Reißerangriff für Y gedrückt und einen Gegner im Nahkampf-Kombo oder Venom-Angriff in der Luft geschleudert. Aha. Schleudere Gegner in der Luft, wodurch sie entwaffnet und Venom geschockt werden. Venom-Sprung ist jetzt in der Moves-Liste zu finden. Wie schön. Dann würde ich mal sagen, machen wir im nächsten Video weiter. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich.